So, der erste ist durch und der nächste startet gleich von vorne. Die Frage ist, ob sie wirklich nichts sehen, das weiß man ja hier nie. Da kommt der... Oh, da hat er die Kamera gehittet. Na, er ist einfach voll verplant hier. Wenn das noch was mit dem Sieg werden soll, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also ich... Auch wenn Rot schwächelt, glaube ich doch noch, dass sie der Favorit sind. Schwarz vielleicht noch. Man weiß es nicht. Rot, die sind immer noch voll dabei. Weiß, sie wollen den Sieg, kriegen ihn aber nicht. Warum? Das kann ich ihnen auch nicht sagen. Oder beziehungsweise machen sie sich selbst ein Bild davon. Sie sind nicht top in dieser Disziplin. Das merkt man ganz klar. Sie haben hier Probleme sich bei der gegenseitigen Kommunikation. Und das ist natürlich ganz schlecht für diesen Sport. Wenn wir Stimmung wollen, zieht es uns halt doch immer wieder zum Tauziehen. Wo Philipp Jawny seine Gelben, die er zwar schon längst abgeschrieben hat und im Titelkampf, aber er feuert sie trotzdem noch an. Und das finde ich einfach nur klasse. Das zeigt Charakter. Und Rot gewinnt. Wie es aussieht. Eine reine Mädchengruppe schlägt eine reine Mädchengruppe. Eure Gruppe besteht ja hauptsächlich aus Mädchen. Warum seid ihr trotzdem so gut? Ja, das klappt schon noch. Unsere Mädchen sind besonders stark, dass wir uns sie schon noch schaffen. Wir glauben an die und später, wenn ihr Jungs kommt, wir haben ja schon Muskeln, wir alle sind die stärksten Jungs, die die Klasse haben. Wir schaffen das 5B-Sieg. 5B-Sieg, schreien sie hier. Ob es tatsächlich einer wird, das können wir natürlich erst am Ende sagen. Die Kampfrichter schauen sich das getrost an hier die ganze Zeit und beobachten die Spiele. Die hitzigen, die weniger hitzigen, wie zum Beispiel das Sportartenraten hier drüben, wo gerade die blaue Mannschaft am Werken ist. Also hier ist einiges los, keine Mannschaft bleibt hier außen vor. Und ich denke, alle haben hier heute ihren Spaß, eine gelungene Organisation. Und es ist einfach unglaublich, hier dabei sein zu dürfen, denn es ist eine tolle Stimmung hier. Und wie es aussieht, hat Rot verloren. Alle Favoriten straucheln hier ein bisschen zur Zeit. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann noch was wird für Gelb am Ende. Man weiß ja nie. Herzlich willkommen. Jetzt sind wir mal gegenüber von unserem Donuts TV Studio auf der anderen Plattform. Bei mir ist Ex-Bundestrainer Fabian Heim mal wieder unser Experte heute. Und wir werden jetzt eine kleine Zwischenbilanz führen. Und dieses Turnier dauert ja noch ein bisschen. Es ist noch alles offen. Es kann auch ziemlich jede Mannschaft gewinnen. Und ich möchte jetzt einfach mal von Ihnen wissen, wie Sie so bisher dieses Turnier analysieren. Ja gut, also man sieht schon, die fünften Klassen hier haben einen Wahnsinnsspaß. Das ist mal was anderes, als die ganze Zeit nur in der Schule sitzen. Es sind auch schon einige zusammengebrochen vor lauter Überanstrengung oder was auch immer. Ja, also es ist durchaus, wie ich finde, eine sehr gelungene Veranstaltung des P-Seminars. Alle Teams werden super betreut, wie ich finde. Jeder hat seine Aufgaben, die er gut erfüllt. Es gibt keine Stelle, die hier nicht besetzt ist. Es gibt sogar einen Kiosk, wo man sich was kaufen kann. Also sie haben wirklich allen alles gedacht. Und da kann ich nur mein Lob aussprechen. Und obwohl dieses Turnier noch nicht zu Ende ist, bin ich äußerst zufrieden. Und es macht wirklich Spaß, hier dabei zu sein, denn die Stimmung ist einfach großartig. Ja. So, wir kommen jetzt zur nächsten Disziplin. Das ist die Pendelstaffel. Bei der Pendelstaffel holen sich die Mannschaften noch ihre letzten Punkte ab für den Turniersieg. Ich denke, das ist die entscheidende Disziplin und wir schauen einfach mal an, wie sich die Favoriten so schlagen. Ole! Ole, ole, ole! Oh, jetzt haben sie den Text vergessen. Schauen wir mal, ob das Rot besser kann. Seid ihr alle fit? Und jetzt geht's um Sieg, oder? Ja. So, die Mannschaften sind eher verhalten. Ist bei euch die Stimmung ein bisschen besser? Heiz mal deine Mannschaft ein bisschen ein. Deutlich bessere Stimmung. Mal schauen, wie es im Weißenlager so ist. So, ist bei euch die Stimmung auch gut? Ja!
Habt ihr auch ein Olé? Nein, kein Olé. Aber mal schauen, ob die Blauen da besser dran sind. So, wo bleibt euer Olé? Da waren jetzt doch recht viele Mädchen. Mal schauen, ob auf der anderen Seite die Stimmung vielleicht ein bisschen besser ist bei den Jungs. Die sind ja meistens doch ein bisschen ambitionierter. So, eure Stimmung will ich hören. Könnt ihr auch Olé? Olé, Olé, Olé. Das waren die Blauen auf der Gegenseite und hier die Weißen. Also in den ersten Reihen ist man da schon eher angespannt. Mal schauen bei den Gelben. Ist bei euch was los? Naja, die meisten schlafen noch. Rot, die wollen noch gewinnen. Und Stimmung, Stimmung. Olé. Und ihr? Also die Stimmung vor diesem wirklich entscheidenden Match ist ziemlich, ziemlich angespannt. Wir sind schon gespannt. Der Schulleiter hat sich eingefunden. Hinter uns ist er bereits und filmt das ganze Geschehen. Eine Konkurrenz hier praktisch. Nein, also es ist ein ziemlich interessanter Wettkampf geworden. Selbst die Schulleitung ist jetzt schon da. Und ich bin wirklich gespannt, wie es hier jetzt so weitergeht in diesem Match Pendellauf. So, herzlich willkommen jetzt von hier oben vom Kommentatorenplatz zum wirklich entscheidenden Match hier. Es geht um den Pendellauf. Alle Mannschaften stehen schon bereit. Sie warten nur noch auf das Signal von Kilian Kestel, der in der Mitte steht und das Signal zum Start geben wird. Soweit ich weiß, sind noch alle Mannschaften gut im Rennen. Die Favoriten haben zuletzt alle gestrauchelt und deswegen den zurückliegenden Mannschaften noch das Rankommen ermöglicht. Auf die Plätze, fertig, los! Schau, ja, gut, dann können wir abfahren. Ich hätte es gerade gut. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und jetzt verzerrt sich das Bild langsam. Weiß hat jetzt viel Vorsprung. Warum auch immer. Am Anfang war sie noch knapp hinten. Aber Rot ist noch dabei. Die Favoriten. Schwarz ist auch noch dabei. Gelb jetzt hinten. Und Blau plötzlich nur noch Vorletzter. Aber Weiß holt sich jetzt den Vorsprung raus. Bleiben die Schwarzen und die Roten dran? Das ist die Frage. Weiß ist vorne. Vincent Rot freut sich. Und er feuert seine Mannschaft da an. Er ist der einzige Teamleiter, der hier in der Mitte rumspringt. Und die Weißen. Sie sind hier dominant, aber Rot ist noch dabei. Rot ist ziemlich der einzige Konkurrent noch für die Weißen. Blau ist jetzt wieder an dritter Stelle und Schwarz an vierter. Die Gelben sind ziemlich abgeschlagen jetzt und Weiß führt. Weiß führt immer noch, aber Rot ist wieder näher rangekommen. Rot ist wieder näher rangekommen, mal schauen. Jetzt kommen zwei Mädchen bei Weiß und bei Rot. Und bei Weiß schaut es gut aus. Sie haben sich einen klasse Vorsprung erarbeitet. Vincent Roth feuert seine Mannschaft an. Das ist ein Wahnsinn, wie der mitgeht, wie der dabei ist. Und die Roten, die noch zu Beginn des Turniers so einen großen Vorsprung hatten, sind jetzt plötzlich nicht mehr der Favorit. Nein, Weiß ist vorne dabei. Weiß wird dieses Rennen wohl gewinnen, wenn hier nichts mehr schief geht, denn sie haben etwa eine halbe Bahn Vorsprung. Roth weiter ins Zweiter, Schwarz Dritter. Und schon wieder ein Wechsel bei Weiß. Es geht hin und her, es geht hin und her. Und Vincent Roth kann es wahrscheinlich kaum erwarten, wenn er seine Mannschaft jubelt sieht. Allerdings hat Roth wieder ein bisschen gut gemacht. Kommen sie da etwa doch nochmal ran? Man weiß es nicht. Nein, Vincent Roth freut sich schon. Vincent Roth freut sich schon, aber Weiß jetzt ein bisschen Verzögerung bei der Übergabe. Roth ist noch dabei, Weiß und Roth ganz weit vorne, die beiden. Aber kann Roth da nochmal rankommen? Das ist die Frage. Währenddessen Schwarz auf dritter Position, Gelb und Blau so ziemlich gleich. So, die letzte Übergabe, oder? Ziemlich einer der letzten Übergang müsste das jetzt sein. Und Weiß hat immer noch Vorsprung und gewinnt sie das Ganze. Immer noch ein Läufer.
Nein, da kommt Rot nicht mehr ran. Weiß hat den Vorsprung weiter ausgebaut. Und Weiß läuft jetzt. Und sie werden dieses Match gewinnen. Sie werden es gewinnen. Der nächste Läufer bei Weiß. Viele können es nicht mehr sein. Und Rot hat keine Chance mehr. Rot hat keine Chance mehr. Weiß ist hier der Führende. Aber jetzt haben sie ein bisschen gepatzt bei der Übergabe. Aber sie führen immer noch. Klar und deutlich. Klar und deutlich. Und das ist es. Weiß gewinnt. Weiß gewinnt dieses Rennen. Es ist unglaublich. Rot ist immer noch dabei. Und schauen Sie mal, wie sie aufs Feld stürmen. Es ist Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, wie sich die Leute hier freuen. Vincent Rot hat klasse Arbeit geleistet mit seiner Mannschaft. Und ich denke, dass sie dieses Rennen verdient gewonnen haben. Auch die anderen sind zufrieden. Gelb und Blau eher abgeschlagen am Ende. Schwarz kann auch mit Platz 3 zufrieden sein. Aber insgesamt war es wieder ein tolles Rennen. So, die Anna-Olympiade ist vorbei. Die Mannschaften haben sich schon zur Siegerehrung aufgestellt und wir schauen einfach mal nach unten und sind gespannt, wer gewonnen hat. So, ihr habt gerade das Rennen gewonnen. Ich glaube, ihr habt eine Chance auf Platz 1 noch. Ja! Und ihr denkt auch, dass ihr Erster werdet? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, jeder denkt, dass er Erster wird. Dann sind wir mal gespannt. Fragen wir mal bei Gelb. So, eure Leistung war gerade eben nicht so toll, oder? Nein. Was erwartest du für einen Platz? Vierter, Fünfter, also aufs Treppchen kommen wir, denke ich mal, nicht. Die Disziplin haben jetzt einiges aus mir rausgeholt, also Vollgas geben war nicht mehr so. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht? Ja, sehr. Und ein freier Schultag, klasse, oder? Ja, klasse. Jetzt sind es noch 9 Schulstunden bis Weihnachten. Ne? Ja, ihr wart gerade ziemlich schlecht. Nein. Nein, okay. Was? Was erwartet ihr für Platz? Dritter. Also erster, zweiter, dritter, vierter oder fünfter. Ist so einfach ist es. Also alle Mannschaften wollen gewinnen. Manche wissen schon, dass sie noch nicht gewinnen. Und deswegen warten wir jetzt einfach mal, was rauskommt.